So, da bin ich schon wieder zurück. Ihr seht, jetzt ist das Ganze auch im Spiel drin. Ich bin echt mal gespannt, was da kommt, weil wie gesagt, Sonnenbrille, Pulsat 9000 und die Gitarre. Aber jetzt kommt noch der Text dazu. Wenn es auf dem Gesicht platziert wird, scheint dieses kuriose Gerät uns unerkennbar zu machen. Weitere Tests erforderlich. Jetzt bin ich nur gerade überlegen, welcher Skin hat denn die Gitarre und die Pulsar? Weil die Pulsar, wie gesagt, also für mich ist es die Pulsar 9000. Schreibt gerne in die Kommentare rein, was ihr da seht, aber für mich ist das eindeutig die Waffe aus Rette die Welt. Und wem gehört diese Gitarre? Mir fallen zwar ein paar Skins ein, aber absolut keine Namen. Wie gesagt, wir können uns das Ganze nochmal angucken. Jetzt auch im Spiel ist das Ganze drin. Aber auch die Zeichen. Ja, mehr ist es nicht. Wie gesagt, mich wundert die Pulsar. Die ist halt aus Rette die Welt. Und wenn es auf dem Gesicht platziert wird. Ich hoffe halt nur nicht, dass wir uns jetzt wieder unsichtbar machen können, weil ich glaube, das gab es ja schon mal, ne? Da gab es doch irgendeinen mythischen Gegenstand, womit wir uns unsichtbar machen konnten, beziehungsweise man konnte uns halt nicht mehr sehen. Man ist nicht ganz unsichtbar, man sieht immer, ach, das war das mit dem Predator. Aber das wurde ja ziemlich schnell wieder rausgeholt. Mir ist gerade nur nicht eingefallen, von wem das war. Wie gesagt, schreibt mal gerne eure Ideen in die Kommentare. Ich weiß, das selber haben wir eben schon mal hochgeladen. Aber da hatte ich noch keine Informationen. Jetzt scheint es irgendwas zu geben, was mir uns aufs Gesicht platziert wird und scheinen dann unsichtbar zu werden. Vor allem dieses kuriose Gerät. Welches kuriose Gerät? Wurde da irgendwas gefunden, was wir noch nicht mitbekommen haben? Ich weiß es nicht, aber rechts die Waffe ist auf jeden Fall eine Pulswaffe und ist elektrisch. Also genau das, was ich gesagt habe, was ich eigentlich nicht haben will, sind halt so Laserwaffen und so. Aber wir warten einfach mal ab, was morgen passiert. Und denkt dran, wenn ihr mich supporten wollt, gerne meinen Creator-Code eintragen. Würde mich halt wirklich riesig unterstützen, wenn der eingetragen ist. Und in dem Sinne nochmal einen schönen Sonntag und haut rein.